Start, sie hat einen super Start erwischt, sie übernimmt hier erst einmal die Führung. Nachwuchsrennen. Il Metzengessel von Gribbeln mit Etnika Racing auf Position 1. Lukas ist vorne. Jetzt kommt der rote Wagen von Hugh Boys, der LKW in den Dienst von Nummer 9. Ebenfalls gut dabei. Seine Entscheidung. Die Hugh Boys werden aufgedreht auf Platz 1 liegen. Etnika Racing Team, das Etnika Racing Team. Schiebt die hier zur Seite, bleibt aber selber mit auf der Strecke. Also auch der Nachwuchs schenkt sich nichts hier in diesem Rennen. Es geht munter weiter und sie kämpfen hier um jeden Meter. Und gute Platzierung, sie kämpfen um Punkte. Das ist das Wichtigste. Werden die meisten Punkte mit auf. Vorne, da setzen sie sich jetzt langsam ab. Die Wühlmäuse sind immer noch auf Platz 2 unterwegs hier in diesem Lauf. Und sie checken sich nicht von vorne. Es geht hier um die Führung. Er führt das Feld immer noch an. Wir Racing Team Pyromania auf 1. Sarah Barnes muss den zweiten Platz jetzt abgeben. Racing Team Pyromania wird angegriffen dort vorne. Wir sind in der letzten Runde, so scheint es. Hier angezeigt wird Pyromania immer noch auf 1 unterwegs. Jetzt der Angriff auf der langen Gerade. Racing Team müsste das sein mit der 133, die da jetzt hier vorbeigeht und die Führung übernommen hat. Racing Team ist dabei, da kommt der nächste Angriff hier wieder vom Pyromania Team und damit scheint Jonas wieder nach vorne zu gehen. Pyromania gewinnt den Lauf, gewöhnweise auf der 2, dann die andere 1 auf der 3. Und wir sind jetzt hier, die Ziellinie und die Saskia von den Racing Bullies auf der vierten Position abgewunken, etwas abgeschlagen hier. Etnika Racing und die Good Boys, die hier jetzt ebenfalls über die Linie fahren. So, zweites Rennen. Max ist dabei, die Filmeleber mit der 739. Viele Bodenlicht, die Zähne mit der Flitzer. Wir haben die 746, die Kampfkeller, die Pierschmiede, die 300.